Folge 213 von Simotrans. Wir sind hier am Wasser, weil wir letztens noch geguckt haben zum Schluss, was mit den Schiffen ist. Und da waren ja drei Stück übereinander. Ja, und warum ging da was nicht? Das hatte der Michael geschrieben, dass der Sperrmüll alles abgeholt hat. Ja, wenn man dann eine Linie hat, die da vielleicht noch irgendwie vorhanden ist, aber keine Fahrzeuge drauf fahren, aber vielleicht noch eins im Depot steht, dann reicht das aus, dass Simotrans meint, das wird schon wieder werden, der wird den gleich losschicken und dann kann ich meine Linie auch anbieten sozusagen, beziehungsweise kann er auch was laufen lassen. Dem war dann aber nicht so und wir haben es dann gelöscht. Ja, das war der Kommentar von Michael und naja, das ist ja bekannt. Und dann kam der nächste Kommentar noch von dem Pumuckl, der gesagt hat, lass uns gerade nach Hardexen gehen. Da war nämlich der Fall, den wir da hatten. Und da ging es hier darum, dass man auch mit zwei Dingens, schon nacheinander fahren, arbeiten kann. Das weiß ich. Geht hier ja nicht. Deswegen habe ich es da auch gar nicht erwähnt sozusagen. Ich hätte natürlich hier zwei vielleicht so nachmachen können, dann wäre es gegangen. Aber naja. Und das war mir bekannt. Was mir nicht bekannt war, dass der Lanz Bulldog bis zu 9 Anhänger dahinter hängen haben kann. Das finde ich schon ziemlich krass. Und Respekt, dass man sowas da alles mit berücksichtigt. Ja, und dann haben wir das geklärt. Jetzt müssen wir gerade gucken. Wir waren hier in der Maschinenfabrik. Die soll ja das Holz kriegen. So, und das, die Bretter kommen dann da auch an. Und Verpackungsmittel sind schon da. Und Stahl ist auch da. Dann ist das Ding ja fertig in dem Sinne. Die Verbraucher sind fertig. Er produziert aber Haushaltsgeräte und da sind wir mit 121 schon da, aber wer nimmt die ab? Hier steht ja niemand, der die abnimmt. Deswegen müssen wir da wohl oder übel nochmal dran. So, und das bedeutet, wir müssen mal Spielerwechsel machen. Wir müssen da eingehen, wir müssen auf den Editor gehen. Und ne, Industriedichte erhöhen war das gar nicht. Jetzt bin ich, glaube ich, falsch. Ich habe den falschen Editor ausgewählt. Daneben ist ja noch einer. Den brauchen wir. Und müssen jetzt schauen, wie wir die Haushaltsgeräte noch unterkriegen. So, jetzt ist die Frage. H, wie Haushaltsgeräte? Gibt's hier nicht. Elektroshop. Was kriegt denn der? Haushaltsgeräte. Stückgut verbraucht der. Farben würden da auch weggehen. Ist von 1980. Wo sind wir denn? Wir haben 88. Also es würde der Laden sein. In einer alpinen Region wäre mir jetzt egal. Was hätten wir denn noch? Einkaufszentrum Mittel. Das wäre natürlich, so ein Einkaufszentrum wäre ja so richtig cool, ne? Da machen wir uns so richtig andere Dinge auch noch. Aber Haushaltswaren gibt es jetzt tatsächlich da nicht. Gut, aber das müssen wir bedenken, dass wir so ein Zentrum da mal hinschicken und dann alle Linien dahin machen, sozusagen, dass das klappt. Also Elektroshop ist schon mal klar. Abfall, Baumarkt, Baustelle, Baustoff, Beton, Brauerei, Bremsstoffhandel, Buchhandlung, Bäckerei, Chemiewerk, Computerhersteller. Ne, da gibt's keine Haushaltsgeräte, ne? Ne. Hatten wir, das ist klar. Gibt's noch mehr? Das ist die Frage. Exporteur. Was macht denn der? Aber der ist auch schon eingedampft, weil, ne? Nee, gebaut bis ab 1970. Ach, der würde auch Haushaltsgeräte exportieren. Sehr interessant. Das würde ja bedeuten, dass das ganz gut hier funktionieren würde, ne? Das war jetzt falsch. Den könnte man hier oben in Altenau hinsetzen, ne? Hier irgendwo hinbauen. Aber eigentlich, Importeur haben wir zwar auch schon, aber Exporteur müssen wir mal gucken, glaube ich, aber eher nicht. Wir wollen dann doch lieber hier unseren Elektroshop da nehmen, ne? Gastwirtschaftsgerät und Haushaltsartikel gibt's hier auch noch. 18 bis 1990, okay. Oh, Pumuckl hat das sogar mal, schau da. 1988, puh. Ja, das ist ja schon fast ausgemustert, in Anführungsstrichen, ne? Müssen wir gucken. Aber wir haben was gefunden auf jeden Fall. Gucken wir nochmal weiter. Kiesgrube, Kohlekraftwerk, Kohlenwerk, Rockerei, Konditor, Lebensmittelfabrik. Ne, die machen jetzt wahrscheinlich keine Haushaltsgeräte. Oder brauchen die? Die bräuchten aber Verpackungsmittel.
Markt. Nee, das ist alles nicht, denke ich mal. Da wandern Lebensmittel drauf, fertige Gerichte auch nicht. Molkerei. Möbelhaus hat aber keine Haushaltsgeräte, ne? Nee, die haben nur Möbel. Oktoberfest München gibt's. Sehr interessant. Tja, leider haben wir München nicht auf der Karte, ne? Papierfabrik-Pharma-Raffinerie, Sandbergsee, Baggersee, Sandgrube, Schafscheune. Schlacht, Schrott, Schrott, Schwimmen, Stahl, Stahl, Stein, Supermarkt. Ja, gibt zwar Supermärkte, die auch mal Haushaltsgeräte verkaufen, aber ich glaube nicht, dass das dabei ist, oder? Nö. Tanker, Textilfabrik, Tierfutter, Verpackungshersteller, Verwaltung, Viehhof, Viehhof, Warfahrtfabrik, Wald, Warenhaus. Warenhaus könnte noch sein. Bierbahn. Nee, noch nicht. Keine Haushaltsgeräte. Weinberg, Weingut, Werft, Zementwerk, Zuckerfabrik, Zucker. Okay, da haben wir nichts. Das bedeutet, wir haben jetzt im Endeffekt zwei Läden, die ich dann da machen wollte. Wo war es jetzt? Hier einmal den Elektroshop, der natürlich auch noch andere Dinge haben möchte. Papier können wir da auch hinschicken. Farben können wir da hinschicken und Haushaltsgeräte. Kameras und Computer wären dann noch möglich, aber die müsste man dann später mal in Angriff nehmen. Und das andere war der Exporteur zum Beispiel. Achso, das war ja der dritte dann schon. Autos haben wir nicht, Bücher haben wir nicht, Haushaltsgeräte haben wir, Milch hätten wir, Obst hätten wir und Wein haben wir, glaube ich, nicht. Und dann war aber hier noch der Geräte- und Haushaltsartikel. Auch veraltete zeigen, wenn ich die veralteten rausnehme. Achso, warte mal, da sind jetzt mehr, das sind dann weniger. Das heißt, die veralteten sind jetzt raus. Haushaltsgeräte und Möbel. Das ist aber, wie gesagt, ein Haus 1990. Ist das abgelaufen? Jetzt ist die Frage, wahrscheinlich ist der Elektroshop dann der Nachfolger, oder? Weil der von 80 bis... Auf der anderen Seite, solche Geschäfte stehen ja noch auf der Karte, wenn es, ne? Ja, es wird gebaut und dann sind die auch noch 30 Jahre im Dienst da, die Leute. Und ich glaube, wir nehmen das. Geräte und Haushalt, dann können wir noch mal irgendwann die Möbelkette machen. Dafür haben wir schon Sägewerk etc. Ich denke, wir machen das. So, jetzt ist nur die Frage, wo kommt das Ding hin? Eigentlich ist es tendenziell ja so, dass man das in der Stadt lagert. Also Zufallszahlen sind jetzt eher schlecht. Würde ich mal sagen. Ah, jetzt habe ich wieder die falsche Taste erwischt sozusagen. Das bedeutet, wir gehen mal gerade in die Städteliste rein. Und das sind unsere, war schon Einwohner. Hardexen ist natürlich die kleinste Stadt, Riedenburg auch. Ja, Altenau. Das wäre ja hier. Die sind ja relativ groß, ne? Und das wäre jetzt hier auch eine Ecke, wo ich sagen würde, das gehört da auch hin, ne? Wenn so eine Fabrik, die steht ja nicht einfach aus Spaß und Jux und Dollerei hier. Ich würde jetzt tendenziell dazu sagen, die kommt hier hin. Und vielleicht das zweite, oder nee, das wäre ja, vielleicht machen wir sie hier direkt nebenan hin, oder? Wohl schön ist das nicht, das ist ja so keine, ne? Der gibt das in den Dingens und der holt sich's raus. Das ist ja nicht so wirklich dann Transport, ne? Hardexen. Hardexen kriegt das hier so hin, oder? Da muss sowieso eine Dingens gebaut werden. Sag schon, eine Bushaltestelle. Haben wir schon ausgewählt, ne? Das da hinsetzen? Hier muss eine Bushaltestelle hin. 1, 2, 3, dann kommt die da hin. 1, 2, 3, dann kommt die da sozusagen hin. Ja, das wird sich sogar ganz gut hier machen, weil
könnte man hier das Depot hinmachen und würde zu der Haltestelle da gehören, ne? Machen wir, oder? Ist auch gut angebunden von der Straße her. Zack. Haben wir es gebaut. Ich hoffe, das war jetzt so richtig. Ich habe nicht den Spieler ausgewählt. Das ist die öffentliche Hand, ne? Ja, weil wenn ich jetzt hier umschalte, dann ist ja mein Konto das da unten. Dann passte das wohl. So, dann haben wir das. Das können wir alles schließen hier. Und wir bauen als erstes eine Straße. Städtische Straße. Hier hin. Und dann eine Anlieferung. Dahin. So. Und dann geht's gleich weiter. Da. Da. Da soll jetzt die Bushaltestelle hin. Ne, die machen wir dann von da oben hin. Ist jetzt nicht schön, aber selten. Und da kommt die Postkiste hin und die Bushaltestelle, die dann auch noch angebunden werden muss, ne? Und der Postkasten ist das. So, dann passt das da. Oh, das heißt sogar Haushalts- und Geräteartikel da, die Bushaltestelle, sehr interessant. So, dann haben wir das. So, das heißt, wir müssen jetzt noch einen LKW haben, der aus diesem Depot, was man hier kaum sieht, nehmen müssen. Und zwar Haushaltsgeräte, also Pakete, Paletten würde ich sagen, ne? Und jetzt haben wir hier 13 Paletten, 12 Paletten und 13 Paletten, 80. Waren alle gleich. 78, 79. Das spielt also keine Rolle. Das ist das neuere Modell. Nehmen wir den. Und ich mache da gar keinen Anhänger dran oder sowas, sondern das ist ganz einfach nur noch kein Fahrplan vorhanden. Da müssen wir erst hinklicken. So, das heißt, wir machen den von da nach da. Und der möchte hier Altener Ostwald 100% laden. Na, war wieder die falsche Richtung, wie immer. Und das hier ist dann, die Linie heißt dann, neue Linie, LKW, Haushaltsgeräte. Da hat es irgendwo ein Z mit erwischt, Haushaltsgeräte. Und fertig und nur einer starten und schließen. So, jetzt fährt er dahin und blockiert natürlich den Platz, aber das sollte, glaube ich, egal sein, oder? Und der ist ja auch schon unterwegs. Na, jetzt habe ich natürlich gerade den falschen angeklickt. Der erste war der richtige. Ja, hat er geladen. Und das sollte dann funktionieren und die können den dann verkaufen, ne? Ja, Möbel fehlen dann da als nächstes, ne? Die müssen wir dann auch irgendwann machen. Aber da sind wir jetzt erstmal hier mit durch, würde ich sagen. Das soll dann auch hier reichen. Dann haben wir das alles erstmal abgeklärt. Das heißt, er hier... Nee, doch. Haushaltsgerät hat jetzt den Verbraucher hier. Dann passt das. Gut. Dann sind wir da soweit fertig. Dann haben wir diese Kette komplett ausgeschöpft, ne? So, jetzt ist dann die Frage, wo geht's weiter zum Beispiel? Können wir hier weitermachen, ne? Da fehlt ja auch noch was, ne? Zement gibt's noch nicht und Betonfertigteile gibt's auch noch nicht. Das sind zwei Sachen, die da fehlen. Wir haben so viele Industrien, wo bestimmt noch was fehlt. Hier ist bestimmt auch noch nicht alles, oder? Doch, hier ist schon alles. Ja, Stahlwerk, das passt schon alles. So, Sägewerk war's. Bretta, Holz. Ja, die werden alle angeliefert jetzt.
blockiert. Wo ist denn unser Holz jetzt gerade? Ah, da kommt's, glaub, ne? Ja. Das erste Holz ist dann wieder unterwegs und sollte dann auch klappen. Jetzt ist die Frage, war das ein einzelnes Schiff, was angekommen ist, oder war das mehr? Ja, es waren mehr, 595 Bretter oder was auch immer es ist, liegen da jetzt gerade. So. Haben wir das, oder? Hier war nur ein Schrottplatz, ne? Ja, der liefert Schrott. Müssten wir jetzt eigentlich mal hier nochmal in die Dingenskette, Industriekette gehen und gucken. Der Bauernhof, der tut was. 4 Milch und Eier. Produziert alles. Bäckerei und Markt. Warte mal, das Vieh geht doch dann nirgendwo hin, oder? Der Markt will doch bestimmt nur Dingens haben, die Milch und die Eier, oder? Eier, Milch. Vieh will der Markt nicht haben. Wer will denn das Vieh haben? Eine Schlachterei wahrscheinlich. Ja, da fängt es dann schon an. Das ist schon der erste Eintrag, der schon was benötigt. Der Baustoffhandel hat mal Zement und Zementfertigbauteile, also Betonfertigbauteile. Brauerei, Klosterbrauerei. Aber die produziert Bier und hat alles. Die Bäckerei. Ist doch auch noch nicht alles, glaube ich, oder? Und auch Backwaren gehen da raus. Zucker ist gerade wieder knapp. Das können wir auch kontrollieren, wenn, ne? Chemiewerk war, glaube ich, alles durch. Farben und Chemikalien werden abgeholt, das passt. Erzbergwerk kann eigentlich auch nur passen. Eisenerz wird Produktion gemacht. Stahlwerke passt. Der Geflügelhof, das ist ja schon das nächste Problem. Das ist schon lange da. Und das Geflügel wird nirgendwo abgeholt, ne? Ja, da müssen wir gucken. Das ist sogar jetzt hier noch was von Anfang an, wo wir schon von Anfang an das Problem hatten. Gut, aber ich würde sagen, das verschieben wir dann auf die nächste Folge. Könnt ihr mal in den Kommentaren reinschreiben, welches wir als erstes angehen sollen. Da gibt's ja noch ganz viele, die wir nicht haben und so ein paar habe ich ja jetzt schon aufgerufen. Keine Ahnung, ob wir von oben nach unten anfangen oder ob wir jetzt hier sagen, Geflügelhof nehmen wir als erstes oder so. Da gebt mir mal einen Tipp. Schreibt das in die Kommentare, werde ich mich drüber freuen. Alles klar. Dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und Kommentare, wie verlangt, bitte unten reinschreiben. Und teilt das Video auch gerne auf anderen Kanälen. Alles klar, bis dann. Tschüss.